Der Klimawandel und du. Vor kurzem habe ich mit einem sehr lieben Freund gesprochen und er erzählt mir, wir sollten uns jetzt langsam um den Klimawandel kümmern. Und dann habe ich mir gedacht, wie macht man das? Sollte man sich jetzt ein Elektroauto kaufen, ist es dann klimaneutral oder für die Umwelt sehr gut? Oder ist das nicht so? Oder sollten wir uns vielleicht schlecht fühlen? Sollten wir uns klein fühlen? Was sagst du, wenn ich zu dir sage, du bist schuld, dass die Gletscher schmilzen? Du bist schuld, dass der Meeresspiegel steigt? Wie fühlst du dich dann? Und dann wirst du sagen, na, das entscheide ich selber. Ich entscheide, ob ich mich schlecht fühle oder ob mir das nichts ausmacht, was du mir sagst. Denn wenn du zu mir sagst, ich bin schuld, dass sich das Klima verändert, dann muss ich dir sagen, Veränderung, Entwicklung ist ein Naturprinzip. Dieses Naturprinzip ist älter als der Mensch überhaupt. Ein ständiger Wandel von Hitze und Kälte gab es immer schon. Und der Mensch hat bei diesem Klimawandel so einen kleinen Anteil. Dann wirst du sagen, deine Aussage macht mit mir nichts. Ich fühle mich nicht schlecht, ich fühle mich nicht klein. Ich lasse mich von dir nicht unterdrücken. Ich lasse mir keine Angst einjagen. Und darum die Frage, warum lässt sich jetzt eine breite Gesellschaft ungefiltert Angst einjagen? Der Klima-Lockdown muss kommen. Wir müssen gegen das Klima kämpfen. Stimmt das wirklich? Oder will man da eine breite Gesellschaft einfach nur klein machen, in Angst halten? Denn wenn man die Menschen in Angst hält, kann man sie viel besser steuern und kann große Geschichten an ihnen vorbei manövrieren. Was wäre, wenn alle so wie du selber denken, selber die Verantwortung übernehmen, selber ein Gefühl dafür aufnehmen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Selber schauen, dass sie in ihrer Kraft sind. Was wäre dann? Dann wäre es wohl sensationell. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber da gibt es schon noch die Umweltverschmutzung. Ja, ich bin bei dir. Die Umweltverschmutzung ist ein Spiegel von dem, wie wir uns selber verschmutzen. Wir verschmutzen uns mit schlechtem Essen. Wir verschmutzen uns, dass wir den ganzen Tag in einen Computer reinschauen, immer im Büro sind, nicht in die frische Luft gehen, unter schlechtem Licht leben, mit den falschen Leuten zusammen sind, dass wir einfach nicht auf uns aufpassen, dass wir nicht auf uns schauen, dass wir uns im Halbstundenrhythmus Nachrichten reinziehen. Ganz unbewusst, so ganz nebenbei, einfach diese Frequenzen der, es ist schlecht, so wie es ist, reinziehen, die ganze Zeit, weil wir uns selber verschmutzen. Darum verschmutzen wir unsere Umwelt, ist der Spiegel nach außen. Stell dir vor, jeder Mensch würde vor seiner Haustüre sauber machen und seinen Radius vielleicht noch ausweiten. Wenn er spazieren geht und er sieht irgendetwas am Boden liegen, nimmt es mit und entsorgt genau das. Dann wäre überall sauber, wenn die Menschen Verantwortung übernehmen würden. Aber die Menschen, auf die brauchen wir nicht warten. Es genügt, wenn es du machst, wenn es ich mache und wenn es noch ein paar machen. Das steckt an, das infiziert, das trägt sich weiter. Unsere Kinder schauen uns dieses Verhalten ab. Kinder zu erziehen bringt nichts, hat jemand mal gesagt. Sie machen dir sowieso alles nach. Und die größte Angst, was der Mensch hat, ist die Angst vor seinem eigenen wahren Licht. Und stell dir vor, die Menschen würden die Verantwortung übernehmen, in ihrer Kraft sein, ihr eigenes wahres Licht leben, erkennen und ausbauen und verstärken. Wow, das wäre was! Könnte einem da noch jemand Angst einjagen, die Verantwortung übertragen, ihn klein machen, ihm sagen, du bist schuld? Würde wohl nicht gehen. Darum, das Heft liegt in unserer Hand. Die Verantwortung ist in unseren Händen. Wir machen es ab jetzt. Hinschauen, ein Gefühl aufnehmen und erkennen, ist wahr oder ist nicht wahr. Und dann handeln. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pirti!